Wir kommen nun zum letzten Vortrag des Abends von Andreas Seltenreich. Wie wir mit irgendwelchen Datenbanken umgehen und wie man sie einsetzt, haben wir in den letzten Vorträgen, denke ich mal, ausführlich gehört. Und er zeigt uns jetzt, wie man sie kaputt macht. Bitte schön. Danke. Nun etwas vornehmer ausgedrückt, dreht sich der Talk um Fast-Testing, also das Testen mit zufällig generierten Anfragen. Und wieso das eine gute Idee ist, da muss ich ein bisschen ausholen. In meiner Studienarbeit habe ich an einem Compiler gearbeitet, an einer Optimierungsphase für einen Compiler. Und bei Compilern sind die Bugs ein bisschen indirekt. Das heißt, wenn man in der Optimierungsphase irgendeine Transformation macht, die das Programm modifiziert, dann muss man immer die Semantik erhalten. Und schafft man das nicht, dann rechnet das übersetzte Programm falsch, während der Compiler keine weiteren Symptome zeigt. Und deshalb sind Software-Tests da ganz groß geschrieben. Und unter anderem hatte dieser Forschungscompiler Regressionstest-Suite, hat Unit-Tests und auch ausgiebige Test-Suites, mit dem Programme übersetzt werden. Für jedes Programm gibt es Testeingabedaten und Testausgabedaten. Und das war die Grundlage, wie ich dann auch meine Optimierungsphase getestet habe. Unter anderem ist da beispielsweise ein Schachprogramm in der Test-Suite. Und bei einem Bug, den ich in meiner Optimierungsphase hatte, hat dann das Schachprogramm, das gegen sich selbst gespielt hat, plötzlich andere Züge gespielt. Und also so sind die Natur der Bugs, die man sich in einem Compiler einfangen kann. Und ein weiteres Tool, das ich vorgestellt bekommen habe von meinen Betreuern damals, war CSMIS. Das ist ein Generator für zufällige C-Programme. Also die Ausgabe und Eingabe wird nicht weiter kontrolliert. Der Compiler übersetzt halt einfach nur diese zufälligen Programme. Und ich habe das auch erst ein bisschen belächelt. Ich habe doch hier eine Test-Suite, die sehr differenziert Ein- und Ausgabe und Programme untersucht. Und die muss doch viel leistungsfähiger sein wie diese zufällig generierten C-Programme. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Also obwohl alles grün war, alle Test-Suites waren grün, das Schachprogramm hat richtige Züge gespielt, haben es diese zufällig generierten C-Programme eben geschafft, Assertions in meinem Code hochgehen zu lassen. Das hat keine andere Testmethode hingekriegt. Und in der SQL-Welt habe ich halt sowas vermisst, als es dann auch beruflich in die Richtung SQL ging. Ja, das war meine Motivation 2015, quasi ein CSMIS-Analogon für SQL zu schreiben, SQL-SMIS. Und 3 Jahre später hat es 70 Bugs in Postgres gefunden, 3 in SQLite. Und der eine oder andere, der sich mit SQLite ein bisschen weiter auseinandergesetzt hat, weiß, dass sie auch Unit-Tests extrem ernst nehmen und machen auch Werbung mit 100% Code-Coverage, 100% Branch-Coverage. Und trotzdem hat es SQL-SMIS geschafft, auch hier Assertions im Code hochgehen zu lassen. MoniDB, das ist eine Forschungsdatenbank, Columnar Store, die in Amsterdam entwickelt wird. Und auch hier ist das Tool recht beliebt und hat bis zu 50 Bugs im Bugzilla quasi hinterlassen. Und ja, interessanterweise, man testet PostgreSQL oder so eine SQL-Datenbank und man sieht Crashes und plötzlich sind die aber nicht in Postgres, sondern in der Glibc, die eigentlich auch nicht crashen sollte. Also im ganzen Ökosystem drumherum hat es überraschenderweise für Bugs gesorgt. Und also das ist auch ein Symptom von CSMIS gewesen. Ich schweife ab. Wer könnte jetzt an so einem Testtool interessiert sein? Zunächst in erster Linie eben mal die Entwickler, das Datenbanksystem selbst, aber auch, wenn man Erweiterungen schreibt für die Datenbanksysteme. Gerade Postgres ist ja eines der Hauptvorteile, ist die kompromisslose Erweiterbarkeit. Man kann ihm jederzeit neue Operatoren beibringen, neue Funktionen, die den Eingebauten gleichwertig sind. Und auch wenn man solche Extensions schreibt, ist man vielleicht an SQL-SMIS interessiert, das drauf loszulassen. Ja, auch Patches upstream bringen, Patch-Review machen, auch wenn man das beim Probelesen ganz okay findet und es auch die Regression-Tests besteht, könnte einem genauso gehen wie mir mit meiner Studienarbeit, lassen wir mal den Random-Generator, den Fast-Tester drauf los. Ja, auch Security-Auditors,
Der eine oder andere Stand habe ich gesehen Richtung Pentesting, also auch die könnten an dem Tool interessiert sein, weil 3 der Bugs, die zum Beispiel in Postgres gefunden wurden, waren tatsächlich Security Vulnerabilities. Also man konnte als unprivilegierter User beliebigen Speicher lesen des Datenbanksystems durch einen Bug, den SQL-Smith aufgedeckt hatte. Und ja, indirekt profitieren alle User von Postgres oder SQL-sprechende Datenbanken davon, wenn sie SQL-Smith benutzen. Für zusätzliche Qualitätssicherung. Und nochmal zur Abgrenzung, also Fast-Testing, das Testen mit zufälligen Eingangsdaten. Das Netz ist voll von Fast-Testern, die auf Bit-Ebene fassen. Also AFL ist aktuell ziemlich beliebt, American Fuzzy Lob entlang. Und Problem ist, dass die super funktionieren, wenn die Informationsdichte hoch ist. Zum Beispiel, wenn man eine Bildverarbeitungsbibliothek ein bitweise modifiziertes JPEG vorlegt, dann hat man recht großen Erfolg, Bugs zu finden. Aber wenn man eine Hochsprache spricht, wie SQL oder C, da taugen diese Bitlevel-Fasser nicht. Ich hatte es zum Spaß mal angeworfen, AFL mit Postgres, und es hatte, glaube ich, 2 Tage gebraucht, bis es das erste syntaktisch korrekte SQL-Statement generiert hat. Also Select 1 war das, glaube ich. Und wahrscheinlich hätte es ein paar Wochen gebraucht, bis es den ersten gültigen Tabellennamen gefunden hätte. Und Vorteil, dass man gleich SQL generiert, nicht bitweise fast testet, ist, dass man eben die Hochsprache spricht und jedes Statement syntaktisch korrekt ist. Also jeder Testversuch. Und ja, es gab tatsächlich Nischen, wo man Bitlevel-Fasser einsetzen konnte. Zum Beispiel hatte einer, der in der Community, in der Postgres-Community ist, auf den regex-Compiler in Postgres losgelassen. Und bei Regular Expressions ist halt tatsächlich die Informationsdichte recht hoch und da hat es den einen oder anderen Bug aufgesetzt. Aber Richtung SQL-Testen brauchen wir was Leistungsfähigeres wie SQL-Smith. Und ja, hier hatte ich schon gespoilert. Einen Punkt hatte ich noch nicht gesagt. Die Semantik. Also man hat zufällig generierte Statements, aber ob die jetzt richtig rechnen oder nicht, kann man nicht bewerten. Das muss irgendwie indirekt passieren, beispielsweise indem man die Zufallsstatements auf verschiedene Versionen loslässt. Also so ein Join sollte bei verschiedenen Releases das identische Ergebnis liefern, wenn da keine neu eingeführten Features benutzt werden. Und also oder man könnte sogar verschiedene Produkte gegeneinander testen, weil SQL ist eine standardisierte Sprache und die Systeme müssen die gleiche Anzahl an Zeilen liefern. Aber so weit bin ich noch nicht vorgedrungen und C-Smith macht das auch nicht. Also das ist nicht im Scope des Tools, sondern demjenigen, der diese Tools einsetzt, dass er die Testergebnisse beispielsweise speichert und vergleicht. Ja, C-Smith hatte ich schon genannt. Dass es 400 Bugs gefunden hat, habe ich noch nicht erwähnt. In various Compilers, das geht um GCC, LLVM, aber auch unser Forschungscompiler in Karlsruhe, an dem ich gearbeitet habe, der also profitiert natürlich auch von C-Smith. Und ein interessanter Punkt ist eben, dass C-Smith überraschenderweise Bugs in allen Ebenen von so einem Compiler gefunden hat. Also nicht nur, man denkt ja, man generiert zufällige Syntax, da wird wohl irgendwas im Parser kaputt gehen. Aber nein, es deckt wirklich im Mittelende, in den Optimierungsphasen oder auch im Backend Bugs auf. C-Smith ist BSD-lizenziert. Weiter bin ich über ein Paper von Microsoft gestolpert. Und zwar gibt es ein Paper von 98, das zeigt, dass Microsoft ebenfalls einen zufälligen Query-Generator geschrieben hat. Es gibt natürlich keinen Code, wie das typisch war für das alte Microsoft. Ein paar Statements sind zu sehen und die sehen den von SQL-Smith recht ähnlich. Sind halt ein bisschen kleiner, wohl wegen der geringen Rechenleistung damals, die man 98 zur Verfügung hatte. Und ja, Microsoft sagt auch, dass sie sogar dieses differenzielle Testen, das ich vorhin angerissen hatte, also man verschiedene SQL-sprechende Produkte gegeneinander testet und die Ergebnisse vergleicht. So weit ist Microsoft auch gegangen, aber sie schweigen sich auch, welche Produkte sie verglichen haben. Und ja, also es ist nicht viel mehr Infos drüber. Nun, jetzt, wie benutzt man SQL-Smith? Man sagt ihm einfach die Zieldatenbank und das war's. Also auch ein Unterschied zu den vielen SQL-Zufallstest-Tools, die im Netz rumschwirren, die hatte ich mir vorher alle angeschaut, aber die brauchen alle irgendein Template, das man selbst hinlegt und da werden halt dann zufällige Aspekte rein substituiert.
Aber großer Unterschied in SQL-Smith oder auch C-Smith ist, die Sprache ist das Limit, nicht irgendwelche Templates oder Muster, die ich generieren will. Ja, wenn man es mit minus minus Verbose startet, fällt für jede Query ein Zeichen raus, das ein bisschen was drüber sagt, was passiert ist. Also Punkte sind okay, Syntaxfehler, Timeouts. Interessanter wird es, wenn die Connection kaputt geht durch eine Query. Das weist schon ziemlich stark auf den Bug hin oder auch andere Fehler. Die werden mit E angezeigt. Und ich würde es am besten gleich mal anwerfen, um das zu illustrieren. Hier läuft eine Postgres auf meinem Rechner, die spreche ich gerade mal an und das Verbose brauchen wir, dass hier was Interessantes passiert und das war es eigentlich schon. Ich hatte das aus den Quellen gebaut, aber benutze jetzt die Client-Library von Debian, deshalb muss ich sagen, dass das Unix-Socket-Verzeichnis woanders liegt. Das ist es. Und das war es eigentlich schon. Periodisch wirft SQL-Smith auch einen Überblick über die Fehlermeldungen an, die es so gesammelt hat. Ich springe mal kurz nach oben. Und die größte Menge der Fehler entsteht halt durch das primitive Typsystem, das SQL-Smith implementiert hat. Also das meiste sind Typfehler, aber das sind 30% der Queries. Also man hat immer noch 70%, die belastbar sind, die tatsächlich produktiv sind und also zum Testen geeignet sind. Wir sehen auch einen Syntaxfehler. Das Merge-Statement unterstützt die Version, die ich hier gebaut habe, zum Beispiel nicht. Die meisten sind eigentlich expected. Auch unsupported XML-Feature. Offensichtlich habe ich auch eine ohne die libXML gebaut. Und ein Aspekt, den man noch in der Debug-Ausgabe sieht, ist der Grammatik-Report, also SQL-Smith bemerkt, also wenn das Produkt, das man testet, bestimmte Sprachaspekte nicht kennt, also zum Beispiel das Merge, das müsste früher oder später geblacklistet werden, wenn SQL-Smith merkt, dass systematisch das Produkt immer einen gewissen Grammatik-Aspekt als Fehler quittiert. Also dadurch kann man es auch auf Datenbanken loslassen, die weniger Sprache vom also unterstützen als Postgres, beispielsweise mit SQLite. Ich nehme mal meine Mozilla-Datenbank hier. Ich mache da noch ein Mode-Read-Only dazu, dass ich nicht überrascht werde. Und das Verbose, ja, und das sieht man hier sehr schön. Ich bin nicht schnell abgebrochen, aber ich glaube, ich hatte einen Seed, der ein bisschen länger läuft. Das Problem ist, dass wenn Fehler in SQLite auftreten, dadurch, dass man SQLite ja in sein Binary reinlinkt, es ist letztendlich SQL-Smith, der crasht, nicht ein getrennter Serverprozess oder in Timeout läuft oder ähnliches. Was wir hier sehen, ist mal, dass am Anfang sehr viele Syntaxfehler zu sehen sind und die werden aber mit der Zeit des Testens weniger. Also das ist der Mechanismus, dass SQL-Smith die Zielsprache lernt. Und wir sehen dann auch die Grammatikregeln, die konkret geblacklistet wurden. SQLite kann zum Beispiel nicht Table Sample oder auch die Lateral Subqueries sind auch tabu. Und das zur Bedienung, zum Mechanismen. Oft, gerade wenn man im größeren Stil testen will, gerade ein bisschen mühsam eben zu gucken, sind da irgendwelche neuen Fehlermeldungen, interessanten Fehlermeldungen dabei, da will man eigentlich strategisch an die Sache rangehen. Und zum Beispiel kann SQL-Smith die gefundenen Fehler in eine Datenbank selbst locken, also dass man dann von Revision zu Revision von Postgres-Release beispielsweise zu Postgres-Release neue Fehlermeldungen entdeckt, die rausfallen und die bewerten kann. Oder auch Bugs zeichnen sich eben aus, dass eine Fehlermeldung kommt, die interessant ist, sage ich mal. Und die Datenbank kann auch das Problem lösen, dass man die langweiligen Fehler, wie zum Beispiel ein Operator existiert nicht oder sowas ähnliches, rausfiltern kann und nur noch die interessanten sieht. Und das macht SQL-Smith nicht selbst, sondern
kann man recht elegant machen, indem man einfach eine Datenbank loggt und eine passende SQL-Query abfeuert. Ferner kann ich noch ein Seed angeben. Die Queries, die SQL-Sms generiert, sind deterministisch. Das heißt, dass man auch beispielsweise für Benchmarks oder ähnliches SQL-Sms einsetzen könnte und hat garantiert immer den gleichen Zufallsquery-Strom. Ja, neben Fehlermeldungen, die rausfallen, die man noch nicht gesehen hat bisher, gibt es natürlich auch andere Systeme. Und natürlich, wenn das getestete System was tut, was es eigentlich nicht tun sollte, Core-Dumps machen, Panics werfen, oder auch, dass plötzlich die Arbeitsspeicherauslastung explodiert oder da Backends des Datenbanksystems einfach nur die CPU belästigen und sonst keinen Fortschritt mehr zeigen. Diese Fehler haben oft die verschiedenste Natur. Also wir machen mal kurz einen Exkurs, welche da rausfallen können. Das ist ein recht kompakter Testcase, der den SQL-Sms gefunden hat. Und zwar mache ich einfach nur ein Bitshift, um 2 hoch minus 2 hoch 31 Stellen nach rechts. Und hier hatte Postgres 9.5 noch gesegfaultet. Und also das ist jetzt ein Beispiel für Crashes. Hier steht halt das Datenbanksystem, muss einmal durchstarten und entsprechend will ich das nicht meinem produktiven Server. Vielleicht sieht der eine oder andere, also ich hatte dann GDB angedockt in diesem konkreten Fall und zu sehen war, dass obwohl ich hier ein Bitshift-Write mache auf der Slide, habe ich im Stacktrace gesehen, dass ich Bitshift-Write und Bitshift-Left immer abwechselnd, rekursiv, unendlich aufholen. Also der Segfault war ein Stack-Overflow, der passiert ist. Und vielleicht sieht der eine oder andere, was hier genau schiefläuft. Hier gibt es einen Integer-Overflow. Also der die Funktion implementiert hat, prüft, ja, ich habe ein negatives Argument. Also habe ich kein Bitshift-Left und negatives Argument, sondern eigentlich ein Bitshift-Right mit einem positiven Argument. Das habe ich schon implementiert, also rufe ich eigentlich einfach Bitshift-Right auf. Nun, so eine Zweierkomplementzahl kann eben zwischen minus 2 hoch 31 und 2 hoch 31 minus 1 darstellen. Das heißt, wenn ich einfach mein Bitshift-Right aufrufe mit dem negierten Argument, gibt es einen Integer-Overflow und ich habe wieder ein negiertes Argument. Der Code für Bitshift-Write ist exakt das gleiche. Mit einem negativen Argument rufe die andere Funktion auf. Und das ist ein Bug, der jetzt weniger in Postgres ist und beschreibt so die Natur von Crashes, die man sehen kann. Eine Panic, die geflogen ist, ist beispielsweise ein einfaches Update-Statement gewesen. Ein Twist war, dass auf der Tabelle ein Block-Range-Index war. Also sowas erwartet man auch nicht von einem Datenbanksystem, dass es bei einem einfachen Update-Statement, das nicht weiter irgendwelche haarigen Sachen enthält, eine Panic wirft und auch dich rauswirft aus der Sitzung und einmal durchstartet. Hier war der Grund, dass der Code des Block-Range-Index eben die internen APIs von Postgres nicht aus dem FF kannte. Also hatte eine Operation gemacht, ein Tupel auf eine Art auf eine Page ausgefügt, wie es eigentlich nicht sein darf. Und auch das hatte erst SQL-Sms gefunden und ist nicht erst bei unseren Kunden aufgetaucht. Failed Assertions, fehlgeschlagene Annahmebedingungen. Ist auch einer der häufigen Fehler, die SQL-Sms an die Oberfläche spült. Und Assertions sind quasi Tautologien, die der Entwickler in den Code schreibt. Die Annahmen, die er trifft über den Code, also die Funktion implementiert hat beispielsweise. Und nach dem Weltbild des jeweiligen Entwicklers. Und wenn halt an dieser Annahmebedingung irgendwas nicht stimmt, also wenn es plötzlich keine Tautologie ist, weil zum Beispiel ein Stück Code einen Datentyp sieht, für den er nicht gebaut ist, dann wird die Assertion quasi auslösen und das Programm anhalten. Und das ist hier passiert. In dem Fall hat der Entwickler eben reingeschrieben, er will in dieser Variable, erwartet er einen Typ Variable, also hier wird gerade über den Planbaum iteriert, und in Wirklichkeit war aber keine echte Variable drin, sondern eine Platzhaltervariable. Und also hier konnte man dann auch Bugs im Code finden, durch eine hochgegangene Assertion.
Hier haben wir eine Auswahl an Fehlermeldungen, die ein Datenbanksystem auch nicht liefern sollte, wenn man ihnen eine syntaktisch und semantisch korrekte Query gibt. Also im Großen und Ganzen sagen die, als Antwort, also das Postgres sagt, ja, sorry, mit deiner Query kann ich nichts anfangen. Die ist zwar syntaktisch korrekt und semantisch, aber ich weiß nicht, wie ich die bearbeiten soll. Auch das sind Bugs. Und hier hat SQL-Smith also Bugs im Query-Planner hochgespült. Weiterer Failure-Mode. Hier haben wir jetzt einen Fall, wo eben so ein Postgres-Backend CPU-Zeit frisst und nicht abgebrochen werden konnte. Typischerweise erwartet man das nicht. Also im Postgres wird periodisch in dichten Schleifen, die viel rechnen, wird immer Check for Interrupts aufgerufen. Und das ist hier an der Stelle nicht passiert. In diesem Code, der auch recht busy ist und zum Teil sogar exponentielle Laufzeit hat und passend parametrisiert, hat man Backend eine Query, die man nicht abbrechen kann. Also auch das will man auf einem produktiven System nicht und ist ein Bug. Ja, man kann die Testlage noch ein bisschen verschärfen. Die Konfiguration möglichst komplex machen, also möglichst viele Features anmachen oder auch dafür sorgen, dass in der Datenbank möglichst viele interessante Objekte liegen. Hier sind ein paar aufgelistet oder auch Grenzwerte. Also wir haben ja gesehen, dass 2 hoch 31 minus 1 vorhin die magische Zahl war, die einzige Zahl, die diesen Crash ausgelöst hat. Und entsprechend sollte man gucken, dass man die in der Datenbank rumliegen hat, wenn man SQL-Smith startet. Und man kann weitere Tools einsetzen für die Tests. Zum Beispiel soll Postgres robust sein gegenüber einer Out-of-Memory-Situation. Und das ist eigentlich auch die Anforderung an Patches, bevor die upstream gehen können. Aber gelegentlich geht halt doch mal sowas aus dem Radar. Und man kann das am besten simulieren, indem man den Malloc-Syscall sabotiert, dass er gelegentlich mal eben sagt, Out-of-Memory. Und Asan ist auch eine Shared Library, die man im Hintergrund laden kann, die Speicherzugriffsfehler findet und ja, Valgrind sollte eben bekannt sein. Division by Zero sind auch super verdächtig. Auch einer in der Community hat es mal angemacht und dann SQL-Smith laufen lassen und hat tatsächlich 4 oder 5 Bugs im Planner gefunden, wo er sein Kostenmodell durchrechnet und dann halt mit durch mal durch Null teilt und mit Infinity rechnet. Also die Kosten, die da berechnet werden für den Plan, sind nicht belastbar. Und das waren dann tatsächlich auch Bugs, die man durch zusätzliches Tooling außenrum finden konnte. Und ja, wie teste ich? Ich habe einen Stapel von älteren Leasing-Rückläufer, Consumer-Maschinen, kleinen Mini-Desktops mit einem Quad-Core. Also wenn jemand 2015 einen auf eBay verkauft hat und er ist für 150 Euro weggegangen, dann steht er jetzt in meiner Wohnung. Und ja, allen kontrollieren bitte mit Ansible. Und dann gibt es halt diverse Scripting außenrum, beispielsweise GDB-Skripte, die wir automatisiert Core-Dumps erzeugen, um Backtraces zu generieren, um den Überblick zu behalten. Und viele Failure-Modes, die wir gesehen haben, zum Beispiel CPU-Hocking oder Out-of-Memory oder so, findet man oft nur, indem man die Load der Maschine beobachtet. Und da hat sich S-Info-D als Tool bewiesen. Also das ist so eine Art Cluster-Top und gibt einem quasi eine Echtzeit-Sicht auf alle seine Cluster-Nodes und alle Prozesse, die da laufen. Nun, mit Fuzz-Testing auf SQL-Ebene findet man Bugs in allen möglichen Stellen des Codes, nicht nur im Parser. Und das ist die X-Achse hier. Wir sehen also die verschiedenen Module, aus denen so ein relationales Datenbanksystem aufgebaut ist. Also nicht nur Postgres, auch SQLite sieht ganz ähnlich aus, wenn man das in Module aufgliedert. Wir haben den Planner, den Executor, dann das unterste Ebene in der Schichtarchitektur in einem relationalen Datenbanksystem, der Zugriff auf die Platte, das Blocklayer, Transaktionshandling, die ganzen Operatoren, die so ein System mitbringt und unter Contrib sind diverse Erweiterungsmodule aufgeführt. Und zum Schluss haben wir noch abstrakte Datentypen, mit denen alle Module arbeiten. Auf der Y-Achse sehen wir die verschiedenen Fehlerklassen, die ich vorhin kurz ausgeführt habe. Und also wir sehen, dass komplett über den ganzen Code werden durch randomisierte SQL-Queries Fehler entdeckt. Und ja, alle SQLite-3-Fehler waren im Planner und Executor gefunden worden. Soweit zur quantitativen Analyse.
Ja, was bringt SQL Smith mehr gegenüber den herkömmlichen Methoden, also zum Beispiel der Regressionstest-Suite, die Postgres mitbringt? Man kann Postgres bauen mit einer mit Enable Coverage, also dadurch wird dann Code Coverage Statistik geschrieben, welche Code erreicht wird oder welcher Anteil der Code erreicht wird, sowohl Branch Coverage als auch Line Coverage, und wir sehen, dass SQL Smith deutlich schlechter abschneidet als MakeCheck, die Regressionstest-Suite, die Postgres mitbringt. Wenn man sie beide gleichzeitig laufen lässt, sehen wir aber, dass es SQL Smith doch schafft, Code laufen zu lassen, den MakeCheck nicht laufen lässt. Aber insgesamt es ist eigentlich recht enttäuschend und verwundernd, dass wir trotzdem 70 Bugs gefunden haben in Postgres damit. Ja, die Projektziele sind schon ein bisschen durchgekommen. Also einerseits soll es unabhängig von den jeweiligen Produkten sein, genauso wie CSMith nicht nur mit GCC oder LVM arbeitet, sondern produktunabhängig ein wertvolles Tool in der Werkzeugkiste von den Entwicklern ist, soll das auch SQL Smith sein. Bisher wird ja, MonetDB, SQLite und Postgres unterstützt, es sind aber auch diverse Forks auf GitHub auch getaucht. CockroachDB hat, glaube ich, einen Fork, ist auch eine SQL-sprechende Datenbank und ja, weiterhin. Es soll keine Anforderung geben, dass man Templates oder irgendwelche Testskripte schreiben muss. Man startet das Ding, hier ist die Datenbank, teste. Mehr ist nicht nötig. Ja, weiterhin deterministisch sollen die Queries sein, damit auch Benchmarking oder auch differenzielles Testen möglich ist. Und ja, es sollte im Idealfall schneller sein beim Generieren der Queries, als das Datenbanksystem zum Verdauen der Queries braucht. Oft schaffe ich das nicht mehr ganz, weil vieles aufgrund von Rapid Prototyping nicht die effizientesten Algorithmen benutzt. Und entsprechend muss man mal einen Profiler auf SQL Smith machen und was ein bisschen optimieren. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass es 50-50 sich mit Postgres die Waage hält, beispielsweise. Und als Programmiersprache habe ich C++ gewählt. Einerseits bauen wir den Syntaxbaum auf für diese SQL-Queries und die haben halt eine inhärent objektorientierte Natur. Die Knoten haben alle ein gleiches Interface. Ich will Text draus machen können für ein SQL-Statement, ich will drüber laufen können und gleichzeitig eben auch die verschiedenen Grammatikregeln abbilden können. Und also wir haben ein typisches objektorientiertes Problem. C++ liefert auch die Typsicherheit, die absolute Typsicherheit. Ich weiß nicht, wie viele Wochen wir im Leben ich schon Bugs gejagt habe, die durch einen Cast über Void Stern oder so verdeckt wurden. Und diese Typfehler kommen mit C++ nicht vor, wenn man anständig entwickelt. Und ja, die aktuellen Standards bringen auch Multithreading out of the box mit. Also mit 7 zusätzlichen Zeilen konnte ich tatsächlich aus dem ersten Prototypen ein Multithreading SQL Smith machen. Und Exceptions ist auch was SQL Smith intern nutzt, um Backtracking bei der Generierung umzusetzen. Die Produktabstraktion, also das Ziel zu erreichen, wir wollen produktabhängig sein, machen zwei Klassen, eine Schema-Klasse und die Device-Under-Test-Klasse. Die Schema-Klasse gibt SQL Smith Zugriff auf die Datenbankinhalte und die DUT-Klasse stellt letztendlich die Verbindung her, um die Tests laufen lassen zu können. Und ja, hier sehen wir auch eine Liste der unterstützten Produkte. Und das ist alles, was man tun muss, wenn man seine Lieblings-SQL-sprechende Datenbank mit SQL Smith testen will. Der Rest der Kram, man muss die Grammatik nicht anfassen, die allen anderen hässlichen Seiten, nur diese zwei Klassen. Und ja, MonetDB hat gezeigt, dass es tatsächlich contributed von der Uni in Amsterdam. Und es gibt weitere Hilfsmodule. Das Logging, das wir vorhin gesehen haben mit --verbose, ist eine Logger-Klasse. Wenn ich jetzt SQL Smith sage, log mal alle Testergebnisse in eine Datenbank, das ist auch einfach eine weitere Logger-Klasse. Also wenn man da andere Bedürfnisse hat oder man will nicht in eine Postgres reinloggen, sondern eine SQLite, dann ist hier eine neue Klasse nötig. Und weiter gibt es das Impedance-Matching-Modul, das feststellt, ob eben das Produkt gewisse Grammatikregeln nicht kennt und diese blacklistet. Nun kommen wir ans Eingemachte. Die Klasse Production.
Letztendlich kann man sich vorstellen, dass im SQL-Standard auch die Grammatik abgedruckt ist und entsprechend gibt es für alle Grammatikregeln im SQL-Smith auch eine passende Klasse, die diese Grammatikregel instanziiert. Und die Regel ist, sobald ich eines dieser Klassen instanziere, kriege ich eine zufällige Implementierung dieser Grammatikregel. Und der Syntaxbaum baut sich nun dadurch auf, dass gewisse Grammatikregeln eben entsprechende Members haben und weitere Regeln aufrufen. Dann hat unsere Prod-Klasse noch ein Visitor-Pattern, um darüber zu iterieren zu können. Und viel wichtiger ist aber ein Operator, mit dem ich Text aus meinem AST machen kann. Also die einzelnen Knoten wissen, wie die SQL-Syntax-Repräsentation von sich selbst ist. Und SQL-Smith startet diese Regeln ja, spekulativ. Beispielsweise, pickt sich zwei Tabellen raus und macht einen Join drauf. Aber was ist, wenn jetzt keine Expression gebaut werden kann, die diesen Join implementiert? Also dann fliegt halt eine Exception und SQL-Smith macht eine Ebene oben drüber, halt ein Retry. Und wie es der Zufall will, wird halt da eine andere Tabelle ausgewürfelt und dann klappt der Join. Wir sehen hier Klassenhierarchie der Prod-Klasse. Beispielsweise haben wir hier unser Modifying Statement, also alles, was Insert, Update, Delete ist, die haben gemeinsam, dass sie sich eben ein Opfer suchen müssen, das sie modifizieren wollen. Und das macht diese Basisklasse hier. Und entsprechend wird das nochmal verfeinert in dann die Varianten. Es gibt Delete, Insert, Update. Und ja, letztendlich sehen wir auch die implementierten Regeln hier. Und ja, was ich noch sagen will, also wir sehen hier nicht keine Gemeinsamkeit mit dem Syntaxbaum, sondern es ist einfach nur die Implementierungsähnlichkeit der einzelnen Grammatikaspekte von SQL. Den Syntaxbaum sehen wir auf der nächsten Slide. Also hier sehen wir dann unten, wie jemand eine Query-Spec instanziert hat. Die macht dann einen From-Clause, danach eine Select-List und ein Filter-Condition. Und ja, ich habe meinen Syntaxbaum. In der Praxis sind die ein bisschen größer, nicht so pathologisch klein. Also das ist ein bisschen realistischer Syntaxbaum. Und das ist aber nur die halbe Wahrheit. Weil woher weiß jetzt so ein Query-Spec, welche Expressions oder welche Spalten es in der Select-List referenzieren kann oder auf welche Spalten es filtern kann? Dazu haben wir jetzt noch eine zusätzliche Klasse, die die Sichtbarkeit modelliert. Also der From-Clause würde eine Instanz der Scope-Klasse füllen und dadurch die referenzierten Objekte sichtbar machen, die dann von den anderen Knoten benutzt werden können. Nehmen wir das Ganze in Prosa. Also das ist auch was, das man unbedingt modellieren muss, wenn man SQL generieren will. Die Knoten haben verschiedene Scopes und letztendlich haben wir neben dem Syntaxbaum auch einen Scope-Baum, den ich nicht gerendert habe, der aber da ist. Und ja, Typen. Das ist auch was wir modellieren müssen, wenn wir so einen Zufallstester implementieren. Die ursprüngliche Version, also der allererste Release, hatte tatsächlich Typen nur auf Gleichheit geprüft. Und das war einfach zu primitiv, weil beispielsweise Postgres hat eine Funktion, die den Typ AnyArray nimmt. Aber SQL-Smith hat ihn nie aufgerufen, weil es gibt keinen konkreten Typ AnyArray irgendwo in der Datenbank. Und entsprechend kennt der Typ jetzt, die Typklasse auch ein Operator ist consistent, also mit dem man dann tatsächlich prüfen kann, kann ich jetzt ein Text-Array einer Funktion übergeben oder mit einem Operator verrechnen, der ein AnyArray nimmt. Und ja, wo kommt der Zufall her? C-Smith hat eine mehrere Paper füllendes Modell, wie man statistisch die C-Grammatik modelliert und sie stochastisch nach gewissen Regeln generiert. Und im ersten Prototyp wollte ich nicht so weit gehen und habe einfach mal ein paar Funktionen definiert, Würfelwürfe quasi. Es gibt da D6, D12, D20, der Rollenspieler, Publikum, dem wird es bekannt vorkommen. Und das passiert jedes Mal, wenn ich mehrere Grammatikregeln zur Auswahl habe. Zum Beispiel das Modifying Statement, das wir vorhin gesehen haben. Also ob jetzt ein Insert, Update, Delete rausfällt, das wird gewürfelt. Oder ob ich überhaupt ein Modifying Statement will. Weil ich will
eigentlich nicht 100% Updates haben oder 50% eher weniger. Das ist dann eher eine realistische Workload. Und ferner benutze ich Random Pick, um aus C++-Containern mir Objekte zu schnappen. Das können Tabellen sein, Operatoren sein. Also wenn zum Beispiel eine riesen Auswahl an Funktionen da ist, die mit dem Typen aufgerufen werden können, Random Pick. Und das ist alles, was ich in Sachen Zufall mache. Ich musste zwischendurch den Random von der Glibc ersetzen durch den Mersenne-Twister, den C++11 mit sich bringt, weil nach ein paar Millionen Queries oder so sich die Queries wiederholt haben, die generierten. Und so viel zum Thema Zufall. Ja, wie kann ich neue Grammatikregeln einbauen oder neue Produkte einbauen? Ich implementiere ein Schema und ein Device unter Testklasse. Wurde schon mehrfach, wie man auf GitHub sieht, gemacht, erfolgreich. Und wie kann ich die Grammatik erweitern? Einfach was von der Prod-Klasse ableiten. Den Scope benutzen, um den Scope zu modellieren, falls das nötig ist. Und damit das Ding tatsächlich instanziert ist, zum Beispiel ich will ein Merge-Statement einbauen, dann müsste ich in meiner Statement-Factory quasi meine neue Klasse verdrahten, dass da auch Instanzen von rausfallen. Wir haben vorhin ein paar Bildschirmfotos von der Dotsichen-Doku gesehen. Also wenn man den ersten Kontakt hat mit dem Quellcode, vielleicht nicht C++-Files auf den Bildschirm werfen, sondern vielleicht mal ein Dotsichen rumklicken, um sich da vertraut zu machen mit der Grammatik und mit der Struktur. Und ja, wo könnte es hingehen? Differenzielles Testen ist noch nicht passiert. Microsoft hat das gemacht mit ihrem Rex-Test-Tool. Sie haben auch ein Fazit in ihrem Paper. Ja, dass das differenzielle Testen von verschiedenen Produkten, also das Vergleichen der Testergebnisse, extrem wertvoll war, dass aber auch gleichzeitig der gemeinsam gesprochene Dialekt sehr klein war und dass sie auch Schwierigkeiten hatten mit Portabilitätsproblemen, mit dem jeder, der mal eine Anwendung von einem SQL-sprechenden Produkt auf ein anderes gemacht hat, auch zu tun hatte. Und ein Aspekt, der noch gelöst werden muss für das differenzielle Testen, ist, die Queries müssen absolut deterministisch sein. Aktuell schnappt sich halt SQL-Smith alles, was er findet, und joint halt mal mit Current Time oder sowas. Also dass während es deterministisch auf allen Produkten das gleiche Statement erzeugt, wird halt nicht der Zeitstempel auf die Mikrosekunde genau der gleiche sein. Und entsprechend müsste man hier noch angreifen, um so ein produktdifferenzielles Testen zu machen. Und ja, man könnte alle Settings durchprobieren, die so ein Produkt hat, das man testet, und Queries einfach wiederholen mit den verschiedenen Settings. Gerade wenn man an den Planner-Settings dreht, die können an der SQL-Welt nichts ändern. Also ein Join muss immer genauso viele Ergebnisse liefern, egal ob ich jetzt Algorithmen verbiete für den Join oder ähnliches. Und ja, differenzielles Testen geht auch versionsunterschiedlich, also dass man ein Release mit dem nächsten vergleicht, das ist auch noch auf der Agenda. Und ein Tool, das auch noch wertvoll wäre in der Werkzeugkiste, wäre die Statement-Vereinfachung. Also C-Smith hat so ein Tool, das ist C-Reduce. Gerade die Test-Cases, also man hat gesehen an den Syntaxbaum vorhin auf der Slide, die Queries können Dutzend Bildschirmseiten füllen. Und wenn die jetzt ein Datenbanksystem crashen lassen, dann ist die Frage, ja, welcher Aspekt dieser Query hat jetzt denn das Ding crashen lassen? Und mit das C-Reduce-Tool kann solche Test-Cases von C-Smith reduzieren auf den kleinsten Teil, der dieses Symptom produziert. Also er schneidet quasi immer vom AST Stückchen ab und testet dann, ob der Failure-Mode der gleiche bleibt. Und Ähnliches ließ sich auch mit so einem SQL-Reduce implementieren. Da liegt eigentlich alles da, was man braucht. Der Postgres-Parser wurde schon ausfaktorisiert aus Postgres, also man könnte direkt beispielsweise SQL parsen damit und anfangen, mit der Schere Teile vom AST rumzuschnüppeln. Und ja, Microsoft hat das auch gemacht für ihren Rex-Compiler. Und ja, wiederum kein Code im Netz dafür, leider. Und ja, was kann man noch machen? Test. Okay. Ja, weitere Grammatikregeln hinzufügen.
das Typsystem verbessern. Wir haben gesehen, ja, dass ungefähr 30% der Queries in Typfehler laufen. Das Problem ist, wie weit will man damit gehen? Also um das Typsystem perfekt abzubilden, müsste man letztendlich ein relationales Datenbanksystem implementieren und geht in die Richtung, ich will die Semantik prüfen der Queries. Aber ist halt schade, dass wir ein Drittel der Rechenzeit verschwenden durch diese Typfehler, die SQLs missproduziert. Und ja, das andere ist esoterische Kram und SQL-State können wir tatsächlich loggen mittlerweile. Das habe ich seit dem letzten Mal, dass ich die Slides gehalten habe, nicht aktualisiert. Okay, dann wäre ich tatsächlich durch von meiner Seite aus. Wir sehen hier noch ein paar der interessanteren Fehlermeldungen, die aus SQL-Smith rausgefallen sind, die keine Bugs waren, aber eine gute Deko machen. Ja, das wäre es jetzt wirklich von meiner Seite. Gibt es Fragen zum Thema? Ja? Hi, ich bin Jan von ArangoDB. Wir sind eine NoSQL-Datenbank, haben eine eigene Abfragesprache. Und ich wollte dich mal fragen, ob du vielleicht so ein bisschen noch so mir eine Idee geben kannst. Ich finde es super spannend, was du da gemacht hast. Wie viel Aufwand es ungefähr wäre, das vielleicht auf eine andere, auf zum Beispiel AQL, unserer Fragesprache zu übertragen? Also die Konzepte aus SQL-Smith wären das Einzige, was man dazu tatsächlich übernehmen kann. Also ich sehe nicht, wie man SQL-Smith selbst dazu anpasst. Also man müsste den Großteil des Codes, das ist die Grammatik letztendlich, müsste man komplett neu machen. Also das ist der Vorteil, wenn man eben mit seinem Produkt eine Standardsprache spricht, dann also wie ein C-Compiler einfach C-Smith anwerfen kann und sobald man davon abdriftet, muss man für seine proprietäre Anfragesprache dann entsprechend die Arbeit leisten. Also auch die Logging-Klassen, die nehmen zum Beispiel ein SQL-State als zentralen Fehlercode. Das Konzept gibt es wahrscheinlich auch nicht in der NoSQL-Datenbank. Also sogenannter, also ein numerischer Fehlercode oder ein alphanumerischer Fehlercode, der standardisiert ist und genau den Zustand die Symptome quasi erklärt. Okay, dann würde ich schließen hiermit.